Wir werden kommen! Bitte, die Wahrheit!
Kultur des Rechtsverkehrs, nach der Konsolidation überrascht und ja, man hat gehört, wie wir die Zeit hier liegen, also vor die Stunde des Singles.
Familie. Yeah.
Yeah.
Thank you.
geworden, aber ich denke mal, wir sind sehr auf der Fahrt, die wir nicht aus der Bahn von der Nummer sehen und dementsprechend gehen Sie jetzt aber auch nicht gleich wieder an, Leute, okay? Wir stehen wieder und feiern das schön. Also ich kann es jetzt nicht so feststellen. Du hast natürlich immer mal auch eine gute Show, hast von weniger gute Show bist du mal besser drauf und mal schlechter. Wir sind also auch nur Menschen in einer Maschine und können nicht jedes Konzert in der gleichen Qualität abliefern. Wir geben uns Mühe, aber es geht einfach nicht. Und also ich finde jetzt, ich kann den Trend zumindest bei uns nicht feststellen. Und wenn dann eben nur, dass es vielleicht aufgrund der Masse der Fans immer schwieriger wird, den einzigen ja, habt ihr in der letzten Zeit schon mal so Anfragen gekriegt von so ganz kriegen Platten für einen? Noch mehr dicker, Leute. Wird schon ziemlich dick, oder? Machet ihr nächstes Mal wieder ein Live-Video? Also, ich glaube mal, ein Live-Video in der Form, wie wir es bisher zweimal bei den Onkels gesehen haben, wird es so schnell wohl nicht mehr geben. Aber wir bemühen uns, eine Tour-Dokumentation zu machen. Ja, also sprich, vielleicht ein Film von einer kompletten Tournee, wo ihr auch mal seht, was die Band zeigt, wer an dieser Tier gut kommt. Aber das hängt alles noch ein bisschen von dem Konzept ab. Und also wie gesagt, wir arbeiten dran, aber versprechen kann ich euch da noch nichts. Aber das wär ein Projekt, worauf wir zumindest Lust hätten. Ja. Tun, um ins Radio zu kommen. Wir haben noch nie irgendwas dafür getan, ins Radio zu kommen und werden es auch in Zukunft nicht tun. Wenn uns ein Radiosender spielt, dann läuft es aus seinem eigenen Mist und nicht, weil wir dafür irgendwas getan haben. Und ich glaube, so viele könnten da noch nicht gewesen sein. Wir haben noch euch, das langt noch. Naja. Kevin und Stefan, ich habe mal eine Frage an euch alle. Wann habt ihr denn vor zu spielen, oder? Endlich mal eine intelligente Frage. Ich weiß nicht, irgend sowas um 11 rum oder so. Wann wir halt so spielen, ne? Ja, hallo ihr vier. Hier ist Matze aus Hamburg. Und ich möchte euch mal ganz kurz so euch einladen, und zwar zum neuen Tabellenführer. Und ich weiß, dass Kevin auch HSV-Fan ist. Und ich möchte euch alle vier mal einladen. Ralf hat meine Nummer. Und dann kommt ihr mal mit und dann gucken wir mal richtig schön Fußball. Im neuen Stadion. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne, wenn die Eintracht beim HSV spielt und der HSV seine ersten Einsätze eingekassiert. Ja, Stefan, ich bin gern dabei, aber ich glaube, das schafft ihr nicht. Okay. Chancen 50-50, warten wir es ab. Stefan, wenn ihr Reif bei uns spielt, zum ersten Anpfiff vom ESC Trier, getan hat, ganz alleine, ist mir scheißegal, hoffe ihr seid gleich dabei. Eintracht hier? Eintracht hier geht der Kevin nämlich jeden Samstag, weil das auch schwarz-weiß-blau ist. Ja, ja bitte. Ich wollte noch fragen, machst du so eine CD? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe damit schon mal geliebäugelt, aber die Onkels lassen mir einfach keine Zeit und auf den Onkels liegt einfach die Priorität und das ist mir einfach viel wichtiger als alles andere. Lass den Punkt doch machen!
In einem alten Song heißt es ja schon lange, bis im HR3 erklingt. Was sagt ihr denn eigentlich dazu, dass ihr im HR3 gespielt worden seid und das Ganze mehrfach? Also sollen wir das jetzt auflösen, oder was? Was will ich dazu sagen? Also da ich keine HR3, das kümmert mich eigentlich ziemlich wenig, weißt du? Also ich nehme davon keine Notiz, beziehungsweise wir alle nicht. Und ich will den Schwachsinn im Radiospieler kann jetzt sowieso keiner ziehen. Es ist nur leider schade, dass wir uns ja jetzt auch zu dem Schwachsinn anscheinend dazugesellen. Vielleicht müssen wir dann doch mal irgendwie ja, eine brutalere Platte auflegen, dass wir so viel spielen können. Mit eurer neuen Scheibe Nummer 1 zu werden, wenn auch nur für eine Woche. Scheißegal, das war geil. Ich wollte einfach nochmal was ganz Persönliches fragen. Ich komme aus Düsseldorf. Ich bin seit etlichen Jahren Onkelz-Fan, wie einige andere, die auch heute Abend hier sind und noch zu Düsseldorf kommen. Und ich habe das Glück gehabt, euch zweimal in Düsseldorf live zu sehen. Leider war beim letzten Mal ein tierisches Theater mit irgendwelchen Idioten, die dort meinten, den Aufstand proben zu müssen. Und da habt ihr gesagt, also, dass es wahrscheinlich nicht mehr vorkommt, dass ihr in Düsseldorf spielt. Und da wollte ich wissen, wie das aussieht. Ob das amtlich war oder ob wir noch Hoffnung haben können. Also ich muss dazu sagen, dass diese Leistung von uns in Düsseldorf, weiß Gott, keine Klassenleistung gewesen ist. Und das Konzert in Düsseldorf, das lag uns noch schwer im Magen danach. Und zwar nicht nur aufgrund dessen, dass da ein paar Idioten waren, die wirklich in Aufstand geprobt haben, wie du richtig gesagt hast, sondern darum, dass wir uns von diesen Idioten haben anstecken lassen und im Prinzip ein beschissenes Konzert gespielt haben. Das tat uns im Nachhinein leid, weil ich denke mal, dass 90% im Publikum wirklich Die Hard Onkelz Fans waren und eine bessere Leistung von uns verdient hätten. Ja? Und wir waren so unprofessionell und haben an dem Abend echt abgekackt. Aber verdammt, das kann halt passieren. Das nächste Mal machen wir es garantiert besser. Und das heißt nicht, dass wir nicht mehr in Düsseldorf spielen. Aber es heißt, dass die Kontrollen an dem Eingang noch stärker durchgeführt werden, um solche Schwachmaten nicht mehr reinzulassen. Bring ja noch mein Fußballlied raus. Ja, wir können uns nicht einigen, über welchen Verein. Also Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 36 Jahre alt und wenn ich jetzt immer noch Fußballlieder machen würde, dann müsste ich leider fragen, Stefan, sag mal, hast du irgendwie nichts dazugelernt im Laufe der Zeit? Nichts gegen Fußballlieder, aber irgendwie habe ich Bock, mich ein bisschen anders auszudrücken und nicht nur über Fußball zu labern. Also bei mir nach der Sportschau, ja, mich auch. Jawohl! Hey Jungs! Ihr sagt immer, wir wären die Geilsten, aber dabei seid ihr das, die uns zu den Geilsten machen! Ich würde gerne mal wissen, wann die Möglichkeit besteht, dass ihr in Berlin spielt. Schon. Das ist lange her, aber wir würden unheimlich gerne Berlin spielen, aber wie gesagt, ich meine, solange da diese Problematik bestehen mit den ganzen roten Schwachmaten und wir Gefahr laufen, dass da irgendwie Onkelz-Fans irgendwie zu Schaden kommen, lassen wir das lieber. Ja? Also ich denke mal, da haben wir eine zu große Verantwortung, dass Leute irgendwie im Vorfeld eines Onkelz-Konzerts von irgendwelchen Idioten irgendwie überfallen werden und zusammengeschlagen werden. Das braucht kein Mensch. Ja, ich weiß, Onkelz-Fans können sich wehren, dann sag es mal dem 14-jährigen Teenie, dass ich das wehren kann, also erzähl mir doch nichts. Die greifen sich leider immer nur die Schwächsten aus dem Lied, ja. Und eben, sie suchen sich doch nicht 10 Härten aus, sie suchen sich die Kleinen aus, Alter. Und die können uns gar nicht wehren. Ja, oh,
mal, was machen denn links und rechts außen im Moment? Die sitzen nur da und sagen gar nichts. Das gleiche Problem mit der deutschen Nationalmannschaft, kaum keine Flanken. Bevor er noch einfällt. Ey, ich muss noch kurz was sagen, wir haben heute Abmachungen getroffen. Ich rede, P macht die Fotos mit den verschwitzten Männern, Gonzo die Fotos mit den Frauen und Kevin empfängt nachher den Pokal. Ich weiß noch nicht, was für ein Pokal ist, aber... Ja, Steve. Ja? Hallo, hörst du mich? Ja, in der Biografie habe ich gelesen, dass du dich für Kinder engagierst. Sei mal Patenkinder, wie viel hast du und was tust du dafür? Ich habe zwei Patenkinder und ich bin eine Göll. Ansonsten nicht viel. Ja, erstmal, was ich euch sagen wollte, ihr seid die Geilsten und die Größten. Aber dann wollte ich sagen, nochmal B, wir sind ja gerade noch in die Frage, ist hier erst wie Japan gekommen. Wenn man, wann gibst du dein erstes Drum-Solo live? Du brauchst dich nämlich nicht vor anderen Drummern zu verstecken, aber du bist der Geilste. Danke. 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 Also, weiß ich nicht. 5 Jahre. Warum spielst du wenig in Ostdeutschland? Hallo, Männer. Warum spielst du wenig in Ostdeutschland? Wo ist ich komme aus Rostock. Ja, und? Haben wir da gespielt? Ja, ein Norddeutschland nur. Und wenn du bei der Runde wieder. Aber, ja, aber bei der unten so groß ist das doch nicht, oder? Ey, ein Onkelstand, der macht mindestens 500 Kilometer. Ja, aber du hast recht. Aber ich sage dir eins, das ist nicht daran liegt, dass wir nicht dort spielen wollen, sondern auch dort haben wir starke Probleme, Konzerthallen zu finden. Wenn die Hallenbesitzer uns eine Veranstaltung zusagen, dann passiert es oft auf politischer Ebene, dass so eine Veranstaltung wieder abgesagt wird. Und solange wir nicht gewährleisten können, also wir haben nichts davon, wenn so ein Konzert anzukündigen und uns dann immer ständig wieder absagen zu müssen. Also deswegen müssen wir die Orte nehmen, bei denen wir wirklich feste Zusagen haben. Und ich hoffe, dass sich das im Laufe der Zeit oder mit dem häufigen Spielen dort dann mal irgendwann auch erledigt hat. Das Problem für uns auch ist zwar stark bekannt geworden, aber es ist immer noch ein Problem, Konzerte zu kriegen. Ja? Das könnt ihr euch, glaube ich, so vorstellen, aber das ist wirklich wahr. Also, es ist nicht so einfach. Also sonst greifen wir immer wieder auf die gleichen Städte zurück und es gibt sicherlich noch ein paar andere interessante Städte, aber wie gesagt, es ist immer noch nicht hundertprozentig das Eis gebrochen. Ja? Also ich wollte nur sagen, ich bin 15 und ich finde das toll, dass ihr euch auch für die jüngere Generation so verteidigt. Also dass ihr uns verteidigt und sowieso seid ihr die Größten für mich. Ja. Im Namen aller Internet-Onkels bei euch bedanken für eure Musik, für eure Texte, für eure geilen Konzerte und für eure geilen Partys. Ich wollte euch noch darauf hinweisen, dass dort hinten wahrscheinlich auch ein Mikrofon stehen muss. Ja, guck mal, da winkt jemand, ein ganz großer, kurzhaariger Mensch. Auch große, kurzhaarige sind Menschen. Ich habe noch mal eine Frage. Hallo. Ja, also Böse Jungs wird da bekanntlich mit Z geschrieben. Und meine Frage lautet, warum böse Menschen für Sie das geschrieben? Warum? Genau. Und da habe ich bis heute noch keine Antwort gekriegt. Weil es auch mit S geschrieben wird. Wir konnten uns nicht über die neue oder die alte deutsche Rechtschreibung einigen, ja. Unserer Meinung nach wird es mit Z geschrieben, aber derjenige, der das Cover gelesen outet hat, hat es wohl nicht so gesehen. Hallo? Also ich bin da hinten. Ich bin der Robert, komme aus München. Ich hätte mal eine Frage. Und zwar, ich vermisse in den letzten Jahren eurer EPs oder eurer CDs sowas wie Singen und Tanzen oder sowas mal wieder. Ne? Es ist immer nur der Schatten im Verschwinden.
Verstand, es ist zwar alles ganz gut und schön, aber die dunkle Seite, die überwiegt schon ganz, ganz krass. Und deswegen hätte ich mir gedacht, vielleicht mal wieder was Lustiges, mal wieder irgendeinen geilen Ska oder so. Das war ein Scherz, das wird keiner verstanden. Okay, ich verstehe natürlich deine Frage, aber es ist einfach so, dass es kommt mir halt einfach nicht in den Sinn, ja, also was Lustiges zu schreiben. Nicht, weil ich vielleicht kein... oder weil ich ein unlustiger Mensch bin, aber irgendwie tut mich die andere Seite halt doch mehr faszinieren als diese heitere und immer... Weißt du, also ich meine, heiter bin ich in der Kneipe, wenn ich denke, dann komme ich halt eben anders drauf und das beschäftigt mich einfach mehr. Und auch wenn ihr es gerne hören würdet, letztendlich müssen wir das machen, womit wir glücklich sind und das ist halt nun mal eher, das sind, oder sind nun mal eher solche Thematiken. Ja, klar, natürlich. Mexiko zum Beispiel, sind auch lustige Tanzlieder, spielen wir auch noch, oder? Ja, aber... Stefan, ich habe eine Frage wegen Düsseldorf. Du wolltest, hast gesagt im Themamagazin, dass du das Konzert, was so scheiße gelaufen ist, wieder gut machen willst. Du bist Geld. Kann ja irgendwie, keine Ahnung, irgendein Killer anheuern, der den Lämmer endlich umlegt. Damit könnte ich Düsseldorf sicherlich was Gutes tun. Na okay, sorry, dass ich so unterbrochen habe, das war nicht höflich von mir. Stefan! Gerüchten dagegen kommen, aber ich denke, dass es Tatsache ist, dass du vom Papa der Vater geworden bist. Da wünsche ich nochmal alles Gute vom Böse Onkels Fanclub Germany mit Sitz in Märschingen und von der Worms of Fanclub gleich dazu. Und ich denke noch, wenn ich später mit der Clubfahne vorbeikomme, dass wir da die Autogramme kriegen, oder? Soll ich mich dazu jetzt äußern, oder was? Ja! Stimmt, ich habe einen kleinen Sohn. Ich dachte uns, dass der Rock'n'Roll im Hause weiter aufrechterhalten werden muss und habe mich meinen Bandkollegen jetzt angeschlossen, damit wir doch in 18 Jahren mal was Vernünftiges in Onkels Nachfolger auf die Beine stellen können. Ja, hallo? Ich habe eine Frage, und zwar zum Konzert in Dortmund. Gab es irgendeine Reaktion von den Toten Hosen aufgrund den Rufen von den Fans, scheiß tote Hosen? Was hast du denn gesagt? Ob es irgendeine Reaktion von den Toten Hosen gab aufgrund der ganzen Rufen von den Fans, scheiß tote Hosen? Nein. Also zumindest nicht an uns persönlich gerichtet. Könnt ihr uns vorstellen, von der Biografie einen Film zu machen? Wer soll denn bezahlen? Wo willst du so wahnsinnige Schauspieler herkriegen? Wer will sehen? Wo will ich mal einsehen, der einen Kämpfer auf Heroin darstellt? Das habt ihr noch nicht gesehen. Stefan? Was sagst du dazu, dass ich Campino persönlich im neuen Buch der Toten Hosen dafür entschuldigt hat, dass er eben negativ über euch geredet hat und dass er sich hat mitreißen lassen? Glaube ich doch gar nicht. Also wenn du so, also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn er es gemacht hat, dann muss ich leider sagen, dass er keine Eier hat. Und das ist wirklich die Wahrheit. Umfaller! Also jetzt werde ich mir das Buch natürlich kaufen. Wenn das stimmt, gibt es gerade noch ein Lied. Das stimmt wirklich! Eier um
Geheimnis. Ich bin einer der größten Fans von euch, ich bin seit 13 Jahren euer Fan. Und ich möchte mal jeden von euch die Hand geben. Das ist mein größter Wunsch in meinem Leben. Ich habe schon eine Familie. Ich bin seit einem halben Jahr habe ich eine kleine Tochter, habe zwei andere Kinder, wo meine Frau mir in die Ehe gebracht hat. Aber das ist echt mein größter Wunsch. Erfüllt ihr mir den? Klar, komm her. Thomas, hol den mal. Der Mann, der tut sich ja noch was an sonst. Niemand war schuldig und der, wo die Musik von euch zu soft empfindet oder sonst was, der soll halt die Texte auch an mir hören. Und Kevin, wenn du wieder mal in Hösbach bist und bringst bei deiner Mutter einen Kaffee bei der Karin, bin schon dabei. Tschüss! Ich denke mal, wir müssen niemandem mehr irgendwas beweisen, dass wir die Härtesten sind oder dies oder jenes, das interessiert uns alles nicht mehr. Wir machen die Lieder, die uns bewegen und die natürlich auch hoffentlich euch bewegen werden. Und das kommt aus uns und es ist nicht zu steuern. Und wir reagieren da überhaupt gar nicht auf außen, egal wer uns da was heranträgt. Ja, Stefan, ich habe da mal eine Frage. Hast du vielleicht noch was von den Pilcher aus Duxler dabei? Du weißt, dass du dann auch für Texte schreibst, oder was? nee. Ich konnte dir aber welche besorgen. Wir haben immer unseren Dealer dabei. Ja, hallo, ich bin der Olaf aus Stein. Ich bin auch der vier Millionäre vor mir sitzen. Die noch Bezug haben zu ihren Wurzeln und ja, wie weit das her ist. Oder ob ihr euch die ganze Sache mit den Immobilien- oder Anlageberatern rumschlagt und die Musik vergessen. Also erstmal sind wir keine Bäume, deswegen kannst du nicht von Wurzeln reden. Und ich glaube schon, dass wir wissen, wo wir herkommen und das auch sicherlich nicht vergessen werden. Dazu hat uns das alles viel zu sehr geprägt. Aber wenn du meinst, dass hier viele Millionäre sitzen, die sich in Scheißdreck kümmern, um das, was draußen passiert oder das, was in Menschen passiert oder das, was wir meinen, wie man Menschlichkeit leben sollte, dann denke ich, hast du irgendwie ein paar Onkelsplatten verpasst. Und es ist sicherlich richtig, dass wir Kohle verdienen, eine Menge Kohle. Und aber ich denke mal, oder ich meine, man kann es natürlich von sich nicht behaupten, aber ich glaube, das Geld hat uns zumindest noch nicht verdorben. Und dann gibt es auch noch ein Finanzamt. Ja. Außerdem denke ich mal... Meint ihr, dass ihr nächstes Jahr schafft, alle miteinander nach Hockenheim zu kommen? Was war das? Ob ihr es schafft, alle hier nach Hockenheim zu kommen nächstes Jahr? Ja, oder? Das Drecksterrennen meinst du? Ja, genau. Nämlich dieses Jahr hat leider einer gefehlt. Der schwänzt, wo er nur kann. Das sage ich schon die ganze Zeit. Das ist nämlich einer von diesen Millionären, die sich nicht an ihre Wurzeln erinnern. Ich konnte doch nicht. Ja, also wenn es zeitlich passt, dann ja. Hände schütteln. Eine Frage, also ich reise hier an und warum habe ich direkt den Verfassungsschutz auf der Matte stehen, wenn ich hier anreisen will? Also ich fühle mich wieder mit Spice Girls, passiert es nicht, aber bei einem Onkel kann das natürlich passieren. Also, ich sag mal ganz einfach, wir kommen hier angereist und dann ist man kurz vor Geroldshofen und dann steht man da und auf einmal hat man die Bullen vor einem stehen und die fragen einen aus, wie soll denn die Drohne? Dann muss er wohl nicht sein. Warum weißt du, wie haben die bestellt oder was? Nein, da geben wir dir keine Schuld, aber... Ja, was willst du jetzt von mir hören?
Soll ich mal sagen, wie oft mich die Bullen schon festgenommen haben und ich wusste nicht wofür? Soll ich jetzt aber durch die ganze Zeit darüber rumflennen oder was? Das ist da nicht zu ändern. Bullen sind halt so. Bullen sind Schweine. Ja. Ihr werdet euch wundern, wie viele Bullen Onkelsfans sind. Ja, also ich habe auch eine Frage, und zwar, gibt es eine Chance, dass ihr auf irgendeiner Tour mal nach Duisburg kommt? Also nochmal, gibt es eine Chance, dass ihr irgendwann mal nach Duisburg kommt? Ja, ja. Aber ich kann dir nicht sagen, wann. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Warum mischt ihr euch nicht mal unter das Volk? Habt ihr Antwort? Also ich glaube, dann hast du das verpasst. Wir waren schon mehrfach heute unter dem Volk und du hast es anscheinend nicht gesehen. Dann hast du am falschen Exit gestanden, sorry. Aber immer noch. Und ich glaube, wir werden. Du, wenn du auf einmal irgendwie 30 Leute um dich herum hast und nicht mehr atmen kannst, dann musst du dich halt wegbewegen. Wenn ihr euch ein bisschen zivilisierter behalten in solchen Momenten, wo wir gerne zu euch kommen, dann können wir das nicht auch länger machen, aber du kriegst einfach keine Luft mehr, wenn du irgendwann in so einem Pulk eingesperrt bist, deswegen musst du auch da wieder weg, ja. Also, da tragt ihr auch dazu bei und wir werden sicherlich im Laufe des Abends noch einige Male rauskommen und Bierchen mit euch trinken, garantiert. Hört auf zu spielen. Hört auf zu reden, fangt an zu spielen. Ja, gerne. Hör mal, was sagen wir mal? Ja, hallo, ich hier. Erstmal Glückwunsch zur Hölle Erfolg, erstmal allgemein. So, ja. Über 20 Jahre jetzt mal, das ist mal angebracht. So, halt. Alles klar. Ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren über Finanzwesen der globalen Welt allgemein und ich finde, das sollte mal angesprochen werden, so. Inwieweit ihr die Entwicklung der globalen Klamotten etc., was Finanz, was Kriege betrifft, in euren Texten weiterverarbeiten wollt. Ich möchte mal gerne wissen. Ich finde die Frage gar nicht so beschissen. Ja. Ich finde, wir haben das ja zum Teil auch schon gemacht. Nur, wir sind jetzt nicht die Band, die hier für die komplette Welt die Lösung parat hat. Ich denke mal, wenn jeder anfängt, an sich selbst ein bisschen zu arbeiten, dann wird es hier garantiert besser aussehen. Und das ist primär das Problem. Und ich kann nicht irgendwie ins Unendliche gehen, mich um die komplette Weltpolitik kümmern. Sondern ich denke, man muss an sich und an seinem Umfeld arbeiten. Und dann regelt sich das andere von selbst. Alle, das sind unsere Ziele und das andere wäre zu vermessen, daran zu glauben, dass wir die Welt verändern können. Ja, ich hoffe, ich mache so weiter. Danke, dass ihr mal eine Antwort drauf gesprochen habt. Eine andere Frage noch. Kommt ihr noch mal irgendwie in die Richtung Münster, Osnabrück oder so? Wir können auch irgendwie jetzt hier ganz Deutschland abtingeln irgendwie und so 5 Jahre unterwegs sein. Ich denke mal, die Stätte, wo wir spielen, ist bekannt und ich würde sagen, damit sollten wir mal diese Städtefrage geklärt haben. Hi, ich bin Andreas und ich würde gerne mal wissen, habt ihr irgendwelche Erfolge mit euren Streitereien mit den alten Labels? Weil ihr habt ja da irgendwelche Verfahren am Laufen, dass ihr eure Texte da wieder bekommt, die Rechte und so. Das sind alles schwebende Verfahren, oder nicht alles, aber die meisten zumindest. Und also das ist alles noch offen, das kann man noch nicht sagen. Kann man eine Frage an Stefan? Welche Texte hast du, außer der Heiligen Lieder, auf Drogen geschrieben? Und wen? Einfach, wenn du mich fragst, welche nicht. Das war auch nur ein Spaß. Also ich sag mal, ich hab die meisten Lieder nicht auf Drogen geschrieben, aber vielleicht ausgelöst durch ein Erlebnis Halluzinogenat, ja. Aber ich bin eigentlich so ein bisschen dauertruff und brauche es nicht mehr so. Hallo ihr, ich wollte euch mal fragen, bei euch auf der Biografie im Anhang, da
spricht hier von Gary Allen und die Insiders. Und ich wollte euch fragen, ob ihr euch persönlich mit der Thematik auch beschäftigt habt. Wer bitte? Bei euch in der Biografie, da spricht ihr von Gary Allen. Ich hab's verstanden. Ich denke mal, die Biografie ist unsere Biografie, inwieweit wir uns mit den einzelnen Thematiken beschäftigt haben. Logischerweise, wir waren Teil dieses Ganzen und haben uns natürlich auch damit auseinandergesetzt. Das wäre ja wohl ein Ding. Sorry. Stefan, du weißt immer aus, ja, was ist mit Berlin? Wo liegt das Problem? Ich meine, wir haben dort die Hauptstadt. Wir sind einfach die geilen Veranstalter, die uns unser Konzert auch veranstalten. Ja. Laut meines. Gibt so viele Sachen. Ja, bieten Sie euch das an. In der Waldbühne, sonst dergleichen. Warum spielt er dort nicht? Man an auf der Waldbühne zu spielen. Es wird gemunkelt und jeder speist 5 Minuten vor Konzertbeginn oder vor Vertragsunterzeichnung das Handtuch. So sieht's aus. In Berlin bietet uns gar keiner was an. Und vor allen Dingen, wir müssen uns überlegen, ob wir das, wenn es tatsächlich soweit wäre, dass ein Vertrag abgeschlossen werden würde, ob wir überhaupt das machen könnten. Aber ob wir das unseren Fans zumuten könnten, da Spießruten zu laufen. Okay. Hey, es hat keiner was davon, ihr nicht, wir nicht, wenn es dort Auseinandersetzungen gibt. Das bedeutet für uns nur, dass wir in keiner anderen deutschen Stadt mehr spielen dürfen, wenn es dort ausschmeckt. Also ich denke mal, die Aussichten sind eher schlecht. Also ich habe keinen Bock, oder beziehungsweise wir haben keinen Bock, uns an diesen ganzen deutschen Rap-Wahn zu beteiligen. Auch wenn ich den Moses persönlich mag, aber es hat, tut mir leid, diese ganze Rap-Schwemme, da müssen die auch jetzt nicht auf so einen Zug aufsparen. Ich bin froh, wenn diese Bewegung wieder langsam, aber sicher in den Bach runtergeht. Ja, ich bin der Christian und ich komme aus Lübeck und ich wollte einfach nur bedanken, weil es mein letztes, also meine momentane Freundin, die ich momentan habe. Okay, alles klar. Die wollen mich nur bedanken, weil ihr ziemlich in der Scheiße war und die hat sich wirklich gut gemacht, da hatte ich auch ihre Lieder. Und ich möchte mich bedanken, vielleicht mal ein Foto oder ein Handshake. Irgendwas. Super von euch. Sehr super. Ich wollte den Grund zu fragen, welcher Gitarrist ihn beeinflusst hat und wer eigentlich sein gitarristischer Vorbild ist, weil ich auch Gitarrist bin und wollte das einfach mal so antworten. Also, wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, die mich irgendwann mal beeinflusst haben, einer, vielleicht die zwei wichtigsten, aber das ist, ich meine, das hört sich so blöd an, das hört sich jetzt irgendwie so an, als würde ich immer noch auf die gucken, das war in meiner Teenie-Zeit vielleicht irgendwann mal, das wäre vielleicht Johnny Winter und Keith Richards gewesen, weil sie auch zwei Gegensätze sind, ja. Kevin, warum kommst du nach Konzerten, die vor die Bühne und gehst immer gleich runter? Weil ich total fertig bin. Meine Frage, was haltet ihr davon, wenn ihr Mike Schmarr mit Hassmetz eine Tour zusammen macht? Was? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, ich meine, ihr wisst ja sicherlich, dass wir mit Hassmetz gut bekannt sind. Einer meiner besten Freunde spielt in der Band, aber ich mag genau dieses Freundengemauschel nicht. Ja, also ich finde, vielleicht passiert es irgendwann mal, aber... Hallo, ich möchte euch schöne Grüße sagen von der Lebensinsel, Behindertenwerkstatt in Pforzheim. Wir mögen euch alle besonders sehr gern. Und ich hätte heute gerne mal eine Frage, ob ihr heute Nacht mit meinem Kumpel ein Foto machen könnt. Der hat heute Geburtstag, er heißt Tobias. Es wäre echt obergeilste für uns. Schöne Grüße von der Behindertenwerkstatt aus Pforzheim. Danke. Wenn wir nach dem Konzert noch stehen können, machen wir das. Ja. Hallo? Also ich wollte erstmal sagen, ja, ich darf keine Fans sein und ich wollte fragen, hallo? Hier? Ja, ich wollte fragen, ob ihr nochmal die alten Lieder neu aufnimmt, so ein Sampler. Das ist witzig, weil wir haben eigentlich genau vorhin im Bus das erste Mal darüber gesprochen, dass man das eigentlich mal machen müsste. Wir haben uns gefragt, warum so Ärsche wie Roborama irgendwie Kohle mit den alten Platten verdienen und
warum nehmen wir das Ganze nicht nochmal neu auf? Ich weiß, wir können natürlich nicht einschätzen, wie eure... Wenn wir das ein oder andere Lied beim Proben spielen, dann klingt es immer sehr knackig. Und vielleicht machen wir das ja wirklich mal. Deutschland! Die Frage ist, kommt ihr auch mal nach Rheine? In die Stadthalle? Ja, wollten wir eigentlich nachher noch hin? Ja, hallo. Ich bin der André aus Wien und ich wollte eigentlich fragen, wann ihr wieder aber direkt in Wien spielt. Nächstes Jahr im Mai. Ja, aber da weicht es immer noch wieder Neustadt aus. Ja. Ja, näher kommen wir nicht. Näher kommen wir nicht ran. Na gut. Also, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie einen vergleichbar großen Veranstaltungsort gibt in Wien selbst. Die Wiener Stadthalle. Ja, aber ich glaube, die wird uns auch vorenthalten. Die ist nur für Mozart. Okay, dann hätte ich noch den Stefan von meiner Schwester Angelika, soll ich ihm schöne Grüße ausrichten. Aber sie hat sich irgendwie nicht zum Mikrofon traut. Danke. Ja, schöne Grüße zurück, Angelika. Grüß dich. Stefan, ich habe es in Eintritt mal gesehen, da hast du gesagt, dass es traurig bin, dass die Hallen immer größer werden. Und entfernt uns den Fans auch immer größer. Ist es nicht mehr machbar, mal in einer kleineren Halle zu spielen, vor geringerer Menge von Fans? Naja, es wäre höchstens dann machbar, wenn es niemand wüsste, dass wir dort spielen. Ja, und ob das so viel Sinn macht, ist halt die Frage. Es nützt halt niemand was, wenn 200 Leute in der Halle sind und 5000 vor der Halle stehen. Also ich meine, es ist nicht so, dass ich darüber traurig bin, aber ich, so diese direkte Nähe eines Club-Gigs ist natürlich auch eine ganz besondere Atmosphäre. Aber sage ich mal, vor einer ausverkauften Festhalle zu spielen, ist auch nicht gerade so das Übelste, was du machen kannst. Ja. Gerd, du? Ja. Alte Stefan nochmal, ich habe ja vorhin jetzt wieder einen Nachwuchs losgelöst, jetzt habe ich gerade mitgekriegt, dass es noch gar nicht in der Öffentlichkeit breitgetreten worden ist. Ja, das hast du ja wunderbar hingekriegt. Entschuldigung, das ist mein Schneider. Da reden wir später drüber. Alles klar. Ja, hi, bin ich. Ich muss aber mal ein bisschen zum Verfahren hier was sagen. Ich finde, wir sind ja nicht beim Toten Hus-Konzert, dass man also nicht über Campino reden muss. Wir sind hier bei den bösen Onkels und das ist geil und nichts anderes. Außerdem wollt ihr euch fragen, wann er mal unsere Clash in Anerbrechung spielt, weil die Fragen sind ja sowas von hirnlos, wo ihr überall hinfahrt. Ich bin den Tours ein Jahr vorher bekannt, also haben so eine Frage hier nichts zu suchen. Und des Weiteren würde mich mal interessieren, was ihr von den Coverbands haltet, die hier am Nachmittag ihr Bestes gegeben haben. Und euch super hier, wirklich. Die Stimmung so super angehetzt haben für euch. Ja, Hut ab. Also ich habe zumindest eine Band gesehen, die ja halt noch ein bisschen herausgestorben ist. Aber was aber nicht heißt, dass ich die Leistung dann nicht schmälern möchte, sondern ich finde es klasse, dass die Jungs das machen. Und es ehrt einen ja doch schon auch ein bisschen, ja, dass wir so viele junge Leute mit den Liedern von uns vertraut sind. Ist doch ein schönes Gefühl. Okay, zwei Fragen an die Band. Erstens, welche Themen oder Themenbereiche denkt die Band auf ihren neuen Alben verstärkt anzusprechen? Zweite Frage an Kevin, was macht das Hochseeangeln in Kenia? Das war lange nicht mehr, wirklich. Schon zwei Jahre konnte ich das nicht machen und es wird mal wieder Zeit. Zu meinem Album vielleicht so viel gesagt, dass da 12 weitere Gründe drauf sind, uns zu hassen. Ja, hallo. Folgende Frage. Bis 94 hattet ihr eigentlich keinen Bock, irgendwie mit anderen Bands zusammenzuspielen. Was war eigentlich so der Auslöser, dass ihr dann auch gesagt habt, ihr gebt Supportbands eine Chance? Weil vorher habt ihr eigentlich gesagt, ja, auf andere Bands haben wir keinen Bock. Nee, man sagt, dass keiner mit uns spielen wollte. Aus Schiss, irgendwie einen schlechten Ruf einzufangen. Naja,
Also ich finde, dass es nicht nur böse Onkels gibt, auch wenn man es manchmal glauben könnte, wenn man Konzerte gibt, sondern ich finde, dass es da draußen gibt eine Menge klasse Musik und ich finde, das sollte auch so dokumentiert werden, dass man eben in Vorbands auch eine Chance gibt. Und da war ich, beziehungsweise die Band im Allgemeinen, oft ein bisschen enttäuscht, dass ihr da so wenig Bereitschaft gezeigt habt, auch anderen Bands zu zeigen, dass sie auch lange im Proberaum stehen und sich eine Menge Mühe geben, dort abends aufzutreten und es nicht verdient haben, irgendwie ausgepfiffen zu werden, nur weil man auf die Onkels wartet. So wichtig sind wir auch wieder nicht. Sag mir mal was über die verfickten Türkenjäger. Ich gehe mal davon aus, die kennst du und du kennst auch Ramin, ne? Was sind das für Typen? Aber ich habe keine Lust, da unnötig Werbung dafür zu machen. Also ich denke mal, den Namen sollten wir nicht hier weiter erwähnen, um nicht noch irgendwie Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es so einen Schwachsinn überhaupt gibt. Hallo? Ich habe keine Frage, sondern ich möchte sagen, wir sind hier alles Onkels-Fans, aber es muss doch nicht sein, dass da hinten sitzt ein 17-Jähriger, der hat sein Foto eben geklaut gekriegt und der heult da hinten, ja, und dass man das untereinander macht, das finde ich scheiße, ja, dass man sich vielleicht auch mal drum kümmert. Und ganz kurz, also Hamburg, okay, Frankfurt auch okay, aber Bayern München wird trotzdem wieder Meister, danke. Es ist soweit, dann bin ich absolut klasse bei euch. Das ist echt extrem gut. Und danke fürs Konzert heute Abend.